Ja Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu God of War, Ghost of Sparta. Wir sind jetzt hier irgendwie stehen geblieben und es ist schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal gezockt habe, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, was jetzt aktuell ist. Aber wir suchen nach irgendeinem Zeug, aber ich weiß nicht genau mehr, wie das hieß. Und hallo? Bewegen die Augen sich? Ne. Woll nicht. Ja. Ja, und jetzt ist es schon wieder locker zwei Wochen her, irgendwie, als ich das letzte Mal gezockt habe. Naja, das, wie gesagt, andere Spiele gehen einfach vor, andere Projekte. Und ich hatte auch einfach irgendwie selber nicht so viel Bock. Was war das jetzt? Wir warten schon eine lange Zeit hier auf den Auserwählten, der uns befreien würde. Gaia hat unsere Rettung vorhergesagt. Geist Spartas. Ich bin nicht hier wegen dir oder deinesgleichen. Du bist so naiv, Kratos. Dein Weg führte dich zu mir. Du brauchst meine Hilfe. Ich brauche nichts von dir, Terra. Wenn du mich nicht befreist, dann wird mein Schicksal deins. Du stirbst hier mit mir. Befreie mich. Befreie mich und meine Macht gehört dir. Ohne sie bleiben wir beide weiter Gefangene unserer Qualen. Du kannst mich nicht hier lassen. Aha. Alles klar, ja. Tieres Fluch. Tieres Kräfte können Athens Klingen mit Feuer laden. Wow. Ist mehr Kratos Zeit. Und tschüss. Sackgesicht. Okay. Bla bla bla, alles klar. Ja, ist okay. Jetzt habe ich es auch gerafft, man muss die ganze Zeit beim Kämpfen das halten. Zack, zack, Angel. Ich muss erstmal genug aufladen lassen. Stirb! Scheiße. Was los? Komm. Scheiße, voll verkackt. Ja, natürlich, mein Gott, ey, da zögert man eine Millisekunde schon. Alles. Ah, wieso kriegen wir jetzt eine Sache nach der anderen? Das Rad ist die Waffe des Automaton und dient zudem als Schlüssel. Alles klar. Alles klar. Aber der andere Typ will doch bestimmt auch irgendwann kämpfen. Da war doch noch so ein Teil. Okay.
ist ja gut, quatsch mich nicht voll ewig. Ja, alles klar. Okay. Gut, also mit diesem dieser Kraft können wir anscheinend ja, Materialien zerstören, die nicht zerstören werden sollen eigentlich. Was ist hier unten jetzt hier? Da ist gar nichts, gar nichts. Aber vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein. Und schauen mal, was jetzt hier abgeht. Ach so, gedrückt halten. Jetzt mich verarschen, ich mach doch das. Ach so, okay, im richtigen Moment drücken. Alles klar, jetzt hab ich's auch endlich mal gecheckt. Alles klar, volle Energie haben wir noch. Whee! Was ist los jetzt hier? Alles klar. Ich muss erstmal ausprobieren, wenn wir nicht mehr Zauber haben. No! Okay, alles klar. Steh auf, Kratos. Stirb! So muss das sein. Stirb! Wow, 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 da kommt irgendwas runtergeknallt. Wegen euch Scheißviecher, ey. Oh Mann. Gehen die mir auf den Sack, gehen die mir auf den Sack. Ich hasse diese Fliegeviecher. Hab ich das, glaube ich, hab das schon mal erwähnt, glaube ich. Was genau verändert sich jetzt da? Ah, die Tür geht auf. Ist ja nett. Wo geht's jetzt? Ist eigentlich grafisch, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht schon geil aus, ne? Dafür, dass es PSP-Titel ist eigentlich. Also gewesen ist natürlich jetzt so von der vom Original her. Wo ich auch erstaunt war, dass da ein Kommentar kam, spielst du auf PSP? Boah. Ja, ja, das ist alles auf PSP aufgenommen. Da kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Tut mir leid, aber es ist so. Ich glaube, ich muss da ranspringen. Achso, ja. Alles klar. Mit diesen Minotauren-Hörnern kriegen wir also mehr Feuerenergie. Anscheinend ist es, häufiger wird es anscheinend gebraucht. So eine nette... netten Zauber, ja? Oder nette... was weiß ich, wie soll man das nennen? Netter Effekt? Ich hab keine Ahnung. Ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür, ist einfach so amazing. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass wir jetzt noch ewig hier drin sind. So, hier ist noch was? Nein, ist nicht.
Sind aber ganz schön viel Orbs für so eine Tür. Hey, weg, 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 weg. Lass mal die Kiste mitnehmen. Oh, machen die noch God of War 3 oder sowas? Kramnet, das hat auch niemand geschrieben. Das sieht man halt daran wieder, dass es einfach kaum jemand guckt, das Projekt. Das scheiße ist wahrscheinlich. Nee, Quatsch. Ich muss selber anscheinend nachgucken, ob Ghost of Sparta vor den dritten Teil raus. Ich glaube aber schon, es kam 2009 raus. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich das mal gefragt hatte. Boah, zum Glück habe ich einen richtigen Augenblick gedrückt. Stirb! Stirb, du Sau, du! Carlos, mach ihn fertig! Boah, der Bohrer, Alter! Okay. Okay. Das ist krass. Das ist krass. Angeschmiert. Na, der Name ist nicht so geil. Ist nicht so geil ironisch wie die anderen. Was war das denn? Scheißendrick. Hui! Komm schon, go, go, go! Also es ist auf jeden Fall beeindruckend. Das muss man auf jeden Fall dem Spiel lassen. Wie gesagt, das Original ist ein PSP-Titel und es wird nur auf HD hochgehauen sozusagen. Dafür sieht es echt. Wow, was geht hier ab? Ich sage, ich mache nur die God of War-Reihe auf meinem Kanal, weil das einfach geile Spiele sind. Ansonsten, oh mein Gott, jedes andere Spiel wäre schon längst abgebrochen. Das, ja, das ist einfach so. Das war einfach nur dumm, das ist einfach so. Naja. Solange es Leute gibt, die wenigstens noch Spaß haben und es auch zeigen, sag ich mal, zeigen würden, teilweise, muss man auch sagen, leider. Macht das auf jeden Fall trotz allem Spaß. Wie gesagt, es sind einfach geile Spiele. Der Kampf mit Skylla hatte die Fundamente von Poseidons Reich erschüttern lassen. Atlantis versank. Doch das kümmerte den Geist Spartas nicht. Ja, also God of Sparta. Ja, also unfassbar geil. Gar kein Vergleich zu dem ersten Teil. Ohne Scheiß, überhaupt gar kein Vergleich. Das ist eine Kiste, die will ich haben. Poseidon hat uns verlassen. Scheiße, aber da war doch eine Kiste, wie komme ich an die ran? Oh, guckt euch das an, was da im Hintergrund abgeht. Wie komme ich an die Kiste? Kann ich mich da langschlängeln irgendwie? Hier runter.
Oh mein Gott. Sprosse für Sprosse muss ich da runterklettern. Fühl mich wieder her damit. Kleine Pisse aus. So. Also God of War, Ghost of Sparta macht mir bisher extrem viel Spaß. Gute Abwechslung, gute Action, gute Kamerafahrt, gute Grafik vor allen Dingen. Boah, ey. Ihr seid wirklich verloren, weil ich brauche... Oh, die Punkte, die ihr gibt. Ist mir scheißegal, ob ihr unschuldig seid oder nicht. Wir sind Kratos. Da müssen wir uns auch schon so ein bisschen in seine... Kommen wir da nicht hoch? Bisschen in seinen... In seinen Charakter hineindenken. Verbesserter Zengender-Kern. Auge von Atlantis, Chaos-Kling. Das könnte ich aufwerten und Terras Fluch auf jeden Fall auch. Woo! Woo, yeah! Gut, und das hier. Die Chaos-Kling. Chaos-Zyklon, yo, perfekt. Mal gucken, wie der Angriff hier ist bei diesem Spiel. Ja, ja, das ist wieder der Vergleich zum zweiten Teil. Und ich kann da 100% lang klettern, oder? Und hier auch durch? Okay, ich dachte, man müsste durch die Tür, aber da wäre... im ersten Teil war das ja so schräg. Hier ist es wieder so waagerecht und das gefällt mir einfach deutlich besser. Ja, ist sehr gut. Klettert für meinen Geschmack ein bisschen lahmarschig. Ja. Also... Ja, ich möchte noch kein Fazit ziehen, ohne Scheiß. Ich möchte noch kein Fazit ziehen. Aber ich glaube, Ghost of Sparta ist ein sehr, sehr geiler God of War Teil auf jeden Fall. Oh ja, Mann, ihr seid richtig gefährlich, ihr kleinen Pisser. Tritt in den Wanst. Stirb, du Sau. Boah, ja, wir haben es geschnallt, ey. Wir haben es echt geschnallt langsam. Tutorials, weißt du? Ich und Tutorials, Hilfestellung, sonst was? Hallo? Geht's noch?